Bevor hier gleich der Meerestechnik-Podcast startet, will ich dich darauf hinweisen, dass es im Anschluss an jede Podcast-Folge einen maritimen Stellenmarkt gibt. Wenn du also auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in der maritimen Branche bist, dann wirst du hier hoffentlich fündig. Und wenn du maritime Unternehmerin oder maritimer Unternehmer bist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dein Business suchst, dann kannst du hier eine Anzeige schalten. Audio Recruiting heißt das, ein Stellenmarkt zum Anhören. Der kommt direkt im Anschluss an diese Podcast-Folge. Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik, GMT. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Das Klima verändert sich, der Meeresspiegel steigt. Wie können wir unsere Küsten schützen? Damit beschäftigen sich meine beiden heutigen Gäste. Was für eine Aufgabe. Ich begrüße Nils Goseberg, Professor für Hydromechanik, Küsteningenieurwesen und Seebau am Leichtweiß-Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität Braunschweig und Thorsten Schlurmann, Professor für Wasserbau und Küsteningenieurwesen an der Leibniz-Universität Hannover und geschäftsführender Leiter des Franzius-Instituts für Wasserbau, Estuar und Küsteningenieurwesen. Und beide sind sie Geschäftsführer des Forschungszentrums Küste. Das ist eine gemeinsame Einrichtung der Leibniz-Universität Hannover und der TU Braunschweig. Moin, meine Herren, was für eine Einleitung. Moin, moin, ja. Ja, moin aus Hannover, ja. Danke für die Vorstellung. SFZK, ich glaube, so über diesen Adressaten, darüber kennt man uns. FZK, das ist das Forschungszentrum Küste. Unter FZK Jawohl. Läuft es bei Ihnen, aber alle die heute zum ersten Mal davon hören, dass es das gibt, denen sei das noch einmal erklärt. Bevor wir jetzt gleich so richtig einsteigen, eine kurze Eingangsfrage, die aber eigentlich schon zeigt, worum es geht. Was ist die größte Herausforderung, Herr Goseberg? Also aus meiner Sicht ist das definitiv die Frage, wie die Küste auf den Klimawandel reagiert. Klimawandel hat ja viele Facetten und für die Küste ist insbesondere die Frage des Meeresspiegelanstiegs und wie er sich vielleicht beschleunigt und die Frage des Seegangs sehr relevant. Hat noch weitere Facetten, die will ich aber hier jetzt gar nicht aufmachen. Also insbesondere, wie ändert sich der Wasserstand und wie ändern sich die Wellen, die an die Küste kommen? Da gehen Sie mit, Herr Schlurmann, Sie nicken. Da gehe ich mit. Das ist ganz bestimmt die Herausforderung für unsere Disziplin. Man muss aber das auch gesamtheitlich denken, weil diese Einwirkungen, die wir erwarten und bereits auch beobachten, natürlich auch eine Veränderung für den Lebens- und Wirtschaftsraum mit sich bringen. Und wie passen wir uns dementsprechend an? Wie machen wir überhaupt auch in der Gesellschaft bewusst, welche Veränderungen unweigerlich auf uns warten? Und wie werden wir smart damit umgehen? Ja, das ist die Herausforderung und die ist ein bisschen größer als nur die technische Dimension. Müssen wir uns vor dem Meer schützen oder müssen wir lernen, mit dem Meer zu leben? Also ich glaube, da kann man auch, wenn man zu den Nachbarn alleine schaut, in die Niederlande, die gerade in dem Themenfeld immer 10, 15 Jahre voraus sind und vordenken, dass wir tatsächlich lernen müssen, besser mit dem Meer umzugehen und tatsächlich auch mit dem Meer, mit der Küste oder an der Küste zukünftig zu leben. Wir werden es nicht verhindern, dass der Meeresspiegel steigt, ja, und Stürme häufiger werden und auch schwerer werden. Das zeichnet sich bereits heute ab. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und gehen wir das positiv und im vollen Bewusstsein an oder verkriechen wir uns und sagen, mein Gott, wir müssen sofort was tun im Sinne dem Klimaschutz, dass wir das voranbringen. Und ich glaube, dazwischen müssen wir uns irgendwo einpendeln. Ein Aspekt, der mir noch in den Gedanken kommt, ist die Frage Küstenschutz versus Naturschutz oder Küstenschutz und Naturschutz. Und ich glaube, es ist wie so oft im Leben, dass man Dinge miteinander verbinden und versuchen muss, sie zu harmonisieren. Im Moment ist es aus meiner Wahrnehmung oft noch so, dass die Dinge sich gegenüberstehen. Aber gerade wenn wir so eine Situation wie ein Deich und das davorliegende Land uns anschauen, also mit Salzwiesen zum Beispiel, dann bedingen die beiden einander mittlerweile. Also die Salzwiese hat
unterstützende Services für den Küstenschutz. Und auf der anderen Seite ist das ein Lebensraum, der auch sehr, sehr wertvoll ist. Und besser zu verstehen, wie diese Systeme, also Techniksystem und Natursystem, miteinander im Zusammenhang stehen, das ist ein absolut wichtiger Aspekt in unserer Disziplin. Und der zeigt auch aus meiner Sicht auf, wie interdisziplinär das Ingenieurwesen mittlerweile geworden ist. Denn aus unserer täglichen Arbeit, gerade auch am Forschungszentrum, erleben wir das, dass wir mit Ökologen, mit Biologen, Meeresbiologen, allen möglichen naturwissenschaftlichen Disziplinen oder auch sozialwissenschaftlichen Disziplinen im Austausch stehen und uns gegenseitig versuchen zu befruchten und zu helfen, dass eben diese Systeme sich nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander sozusagen ja das Beste suchen. Ich glaube, das ist ein ganz gewichtiger Gedanke, weil das ist die Weiterentwicklung auch unserer Disziplin des Küsteningenieurwesens, was vielleicht vor 10-15 Jahren begonnen wurde, zu beforschen und zu quantifizieren. Also wie können Küstenökosysteme zum Küstenschutz beitragen? Ich glaube, dem Themenfeld haben wir uns in Braunschweig und Hannover unter dem Dach des FZKs gewidmet und werden, und das ist dann der klassische Ingenieuransatz, dass wir die Forschungsergebnisse tatsächlich auch in die Praxis bringen. Und wenn Sie die Landesbetriebe, die hoheitlich für den Küstenschutz in Deutschland verantwortlich sind, dann fehlt es da oftmals an Grundlagen, wie so ein Design aussehen muss. Und was ist die Leistungsfähigkeit, die Nils Groseberg auch schon gerade erwähnt? Ja, was kann denn eine Salzwiese? Was für Services und Funktionen bringt die Seegraswiese wirklich mit? Und wie kann ich das quantifizieren? Das ist so die Zielstellung, die wir uns aufgeschrieben haben. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, würde ich behaupten. Dann lassen Sie uns doch jetzt mit dem Thema erstmal einsteigen, mit dem großen Bereich Küstenschutz. Wir haben noch weitere Bereiche. Es geht natürlich auch noch um die Art und Weise, wie Sie forschen und um den Wellenkanal, den größten der Welt, den es in Hannover gibt. Davon ausgehend das große Feld Offshore-Wind, der Ausbau der Offshore-Wind. Welche Auswirkungen hat das? Und um Mare Extrem, um das Forschungsprojekt, die Forschungsmission der Deutschen Allianz Meeresforschung. Also wir haben uns viel vorgenommen und dann lassen Sie uns direkt einsteigen. Konzentrieren Sie sich in Ihrer Forschung auf Nord- und Ostsee, auf unsere deutschen Küsten, wenn Sie von Seegraswiesen, Salzwiesen sprechen? Also vielfach sind die Prozesse, die wir untersuchen, nicht limitiert auf Nord- und Ostsee. Sie sind darauf anwendbar, ja. Aber wenn es um die ganz klassischen Fragen des Küstenschutzes geht, Deiche, Wellenbrecher und so weiter, dann sind das Dinge, die sind generell, die lassen sich auf viele Bereiche unseres Globus anwenden, auf die Küsten. Es gibt natürlich, ich sag mal so, Flavors, die es insbesondere in Deutschland gibt. Also zum Beispiel ausgeprägte Austernriffe, die wir im deutschen Wattenmeer haben, die findet man höchstens noch in Südkorea. In der Form, und das sind dann sozusagen spezifisch Themen, die wir an der deutschen Nordsee machen oder auch die speziellen Sedimenttransportfragen an der Ostsee. Aber man kann schon sagen, dass viele Dinge generalisierbar sind und wir damit auch in der weltweiten Community von Küsteningenieuren unterwegs sind und ich glaube auch sehr sichtbar sind. Also das würde ich insofern ergänzen wollen, also neben dem Fokus vor unserer Haustür in Nord- und Ostsee, stehen und standen auch immer wieder natürlich internationale Küstenräume im Vordergrund unserer Forschungen. Also ich kann hier nur Indonesien mit erwähnen und da gerade auch dann Mangrovenwälder, vorgelagerte Mangroven und welche Schutzwirkungen sie entwickeln können. Aber auch wir haben ein großes DFG-Projekt auf den Malediven gemacht, also auf einem typischen Beispiel eines kleinen Inselstaates, wie Korallenriffe, also intakte Korallenriffe tatsächlich den Küstenraum, die flachliegenden Gebiete der Malediven schützen und wie man das sowohl technisch erweitern kann, als auch die natürlichen Leistungen von Korallenriffen tatsächlich mit ausnutzt. Und das lässt sich natürlich nur methodisch auf unseren Küstenraum übertragen. Aber Küstenschutz ist weltweit gefragt. Ja, natürlich. Alles hängt mit allem zusammen, die Meere sowieso. Wie haben sich denn unsere Küsten in den letzten Jahren schon verändert? Herr Groseberg, Sie haben das gerade schon mal angesprochen, dass wir jetzt schon erste Veränderungen bemerken. Was ist anders? Na, also wir merken natürlich, wenn auch jetzt noch in geringen Dezimeterzahlen, wir merken natürlich
durchaus den Meeresspiegelanstieg. Das Meer ist über den steigenden Meeresspiegel, der jetzt so im Bereich 10, 20 Zentimeter im Moment über die letzten Dekaden liegt, näher ans Land natürlich herangerückt. Und damit verbunden merken wir auch erste Auswirkungen von Erosion. Also Beispiel in Niedersachsen ist es, da etliche Salzwiesenkanten sehr verstärkter Erosion unterliegen. Und dass wir uns jetzt in aktuellen Forschungsprojekten auch damit beschäftigen, wie wir diese Salzwiesenkanten zum Beispiel schützen können. Das heißt, ganz akut zu verstehen, wie Boden und die Vegetation auf dem Boden und Welle und Strömung miteinander interagieren. Also da sind wir sehr nah dran an dem Thema Klimawandelauswirkungen und wie wir uns anpassen. Das heißt, Salzwiesen, für all die, die sich damit nicht auskennen, Salzwiesen sind die Wiesen, die sich vor den Deichen befinden, die aus Pflanzen bestehen, die mit Trockenheit und hohem Salzgehalt klarkommen können, die alle 6 Stunden neu überflutet werden und das kompensieren, die ein Reichtum bilden für die Zugvögel, die sich da aufhalten im Frühjahr und im Herbst und die dort viel Nahrung finden und die wichtig sind durch ihre unebene Struktur. Oder welche Bedeutung haben Salzwiesen vor den Deichen? Genau, also neben dem ökosystemaren Aspekt, den Sie gerade ja schon kurz angesprochen haben, der nicht sozusagen uns bei uns in der Fachdisziplin sehr stark beforscht wird. Für uns ist wichtig, dass Salzwiesen, wenn ein bestimmter Wasserstand darüber steht, dass dann Wellenenergie gedämpft wird. Das heißt, die Salzwiese dient als Puffer zwischen dem offenen Meer und dem Deich. Und das ist die entscheidende Größe, die wir gerade versuchen zu verstehen, besser zu verstehen. Und das Spannende auch für die Behörden ist, dass wir noch rausfinden müssen, wie viel Puffer können wir eigentlich einrechnen für die technischen Systeme. Das ist nicht so einfach, denn je höher das Wasser steht, also je höher die Sturmflut aufläuft, desto weniger von der Pufferwirkung der Vegetation steht zur Verfügung. Das heißt, es ist ein durchaus diffiziles Verhältnis zwischen Wasserstand, eingehender Seegangsenergie und dem, was an Energiereduktion passiert. Gleichzeitig helfen natürlich die Salzwiesen bei so einem Art kontinuierlichen Prozess, Sedimente mit einzufangen und tatsächlich auch für einen Aufwuchs dieser Pufferzone dienlich zu sein. Und zu welchem Grad die Salzwiesen das eben beherrschen, ist halt auch ein aktueller Forschungsgegenstand, dass man genau schaut, welche Aufwuchsraten bestehen in den Salzwiesen gegenüber den tatsächlichen Anstiegsraten des Meeresspiegels. Und die Befürchtung, die halt auch immer wieder skizziert wird oder projiziert wird, ist, dass der Meeresspiegel irgendwann schneller steigen wird, als die Salzwiesen mit aufwachsen oder generell die Wattflächen mit aufwachsen. Und dann hat man dann sozusagen so eine Art Tipping Point, der dann dort entsteht und die Belastungen für die bestehenden Küstenschutzbauwerke halt größer werden. Das heißt, Salzwiesen, Austernriffe, Seegraswiesen kommen wahrscheinlich auch in das gleiche Muster mit rein, haben alle eine Bedeutung gleichermaßen, um die Wellen zu brechen oder zu verlangsamen. Und Sediment mit aufzunehmen, sozusagen, wie so eine Art Magnetwirkung, ja, dass durch diese Strömungsberuhigung Sediment unter Normalverhältnissen in den Salzwiesen oder auch in den Wattflächen zurückbleiben. Lahnungsfelder wahrscheinlich genauso, ne? Also alle Strukturen, die es gibt, sind wichtig. Lahnungsfelder sogar insbesondere. Da macht der Mensch sich sozusagen schon seit vielen Jahrhunderten zunutze, dass wenn man Querbauwerke, sowohl ja rechtwinklig als auch parallel zum Deich, wenn man solche Querbauwerke einbaut, dass dahinter Sediment eingefangen wird. Das heißt, da wird zusätzlich zu der Wirkung der Vegetation in der Salzwiese, wird noch ein technisches, aus Holz in dem Fall, sehr nachhaltig auch, wird ein technisches Bauwerk errichtet und damit wurde früher Land gewonnen und heutzutage nutzen wir das ganz bewusst als zusätzliches Element des Küstenschutzes. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass sich also gerade im Lahnungsbau oder auch in den technischen Systemen sich einerseits eine hohe Tradition oder eine große Tradition befindet, ein Wissensschatz, der an der Küste vorgehalten wird, ohne wirklich auch zu wissen, ja, wie bemisst man das und wie ist das optimiert? Also das sind eher so, ja, gewachsenes Wissen über Jahrhunderte. Und natürlich früher betrieben zur Landgewinnung, dem Meer etwas abzuringen und heute vielmehr unter dem Gesichtspunkt
Pufferwirkung, aber auch Lebensraum, der natürlich durch das Ökosystem an die Küste zurückgetragen wird. Aus, sag mal, toten Gebieten im Sinne von Deichen aus Monokulturen oder auch aus Deckwerken, die mit Steinen aufgebaut werden, sind natürlich Lahnungsfelder voller Leben und Vielfalt. Und das ist natürlich sozusagen der Benefit, der dahinter steht. Und was zukünftig natürlich auch an der Küste eine Rolle spielen wird, wie können wir langfristig CO2 einspeichern? Also im Sinne von einem Rückhalt, einem Puffer, um in Biomasse, auch im Wurzelwerk, also oberirdisch und unterirdisch, CO2 einzulagern. Und auch das zu quantifizieren, steht bei uns mittlerweile im Küsteningenieurwesen mit auf der Tagesordnung. Welche Bedeutung haben Inseln und Halligen in puncto Küstenschutz? Wie weit bremsen Sie die Wellen? Natürlich haben gerade die ostfriesischen, aber auch nordfriesischen Inseln eine Schutzwirkung und sind Bestandteil des Gesamtküstenschutzes, beispielsweise fürs Land Niedersachsen. Man hat also die Barrier Islands, die vorgelagerten Inseln, die hauptsächlich natürlich den Seegang bereits brechen und die dahinterliegenden Wattflächen dementsprechend schon weniger belasten und damit auch die Deiche, die dann am Festland stehen. Nichtsdestotrotz, die Inseln bewirken nicht eine Reduzierung des Extremwasserstands bei Sturmflut. Ja, der wird also quasi durchgereicht, auch in Richtung Deich. Und da ist halt dann die eben schon genannten Veränderungen, die der Meeresspiegel mitbringt und zukünftige Extremwasserspiegel bei einer Sturmflut häufiger auflaufen werden. Also die Systeme im Sinne der technischen Schutzsysteme werden zukünftig unweigerlich häufiger belastet. Wir sehen also einen höheren Auflauf von Extremwasserspiegeln schon in wenigen Jahrzehnten. Wie schützen wir uns da? Oder Herr Gosebeck, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Und zwar sind insbesondere an unseren ostfriesischen, aber auch an den nordfriesischen Küsten, sind unter anderem Dünen ein ganz wesentliches Element des Küstenschutzes, die, ich würde mal behaupten, in den letzten 20 Jahren sehr stark aus dem Fokus geraten waren. Da hat man sich stark auf Deiche und auf Sedimenttransport allgemein konzentriert. Die Dünen haben an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland, auch an der Ostsee, eine wesentliche Schutzwirkung. Und das Verständnis, wie sie sozusagen bei dem stärkeren oder höheren Meeresspiegel, den Thorsten Schlumann gerade genannt hat, wie sie darauf reagieren, sowohl was die Sedimentmenge angeht, die dort eingelagert ist, als auch in Bezug auf die Vegetation, die auf diesen Dünen wächst, das ist jetzt gerade wieder in den letzten 2-3 Jahren ganz neu in den Fokus geraten und da entdecken wir ganz, ganz spannende Prozesse, die stattfinden und die absolut relevant sind, gerade für die Küsten in Deutschland auch. Also ist Dünenschutz auf den Inseln genauso wichtig und Sandaufspülungen auf den Inseln, auf Langeoog zum Beispiel, vom Pirolatal oder auf Wangerooge, um die Inseln zu erhalten und damit auch die Küste und die Festlandsküste zu schützen. Ja. Genau. Essentielle Bestandteile des Küstenschutzes. Und wenn wir die Mecklenburg-Vorpommersche Küste sehen, dann ist das der Hauptbestandteil des Küstenschutzes, ne? Die Dünen, die ist halt auch extrem aufwendig in der Unterhaltung sind. Es geht also nicht nur um Sandvorspülungen, um den Strand zu ersetzen, sondern es geht auch wieder um die Herstellung von Dünen, nachdem eine Düne verschlissen ist. Also eine Düne hat tatsächlich an der Mecklenburg-Vorpommerschen Küste eine Lebenszeit oder eine Lebenserwartung von 8 bis 10 Jahren und dann muss sie wieder neu angefüttert werden mit Sand. Und jetzt die Frage, die sich daraus unweigerlich ergibt, werden die Dünen zukünftig schneller verschleißen? Wenn sie das tun, wovon auszugehen ist, dann heißt das Mehraufwand auch in der finanziellen Unterhaltung. Und das ist eine übergeordnete Fragestellung, die halt auch gerade aus Mecklenburg-Vorpommern an uns gestellt wird. Und die Frage, wie wir diese Dünen dann auch gegebenenfalls technisch noch verstärken können. Also dass man zusätzlich zu dem Sand, den man neu an oder vor die oder auf die Düne bringt, dass wir uns mittlerweile damit beschäftigen, wie wir aus nachhaltigen oder nicht so nachhaltigen Baumaterialien die Düne im Kern unterstützen, dass wenn es dann zu schweren Sturmfluten kommt, und ich habe gestern gerade auf einem Fachworkshop ein Bild gesehen von der Sturmflut in der Ostsee im Ende 2023, da gibt es viele Strecken,
wo die Dünen mitten im Kliff von 4 Meter Höhe nach der Sturmflut zurückgelassen wurden. Das heißt, da wurde sehr stark durch die Wellen in die Düne reingefressen und dann an irgendeiner Stelle im Dünenkern einen technischen Schutz noch zu ergänzen, dass wir katastrophale Dünendurchbrüche vermeiden können. Denn dann sind sonst große Gebiete plötzlich überflutet und dann haben wir wirklich eine Katastrophe. Welche Rolle spielen dann die Bauwerke, die einen eigentlich als erstes in den Sinn kommen, wenn man an Küstenschutz denkt? Deiche, das grüne Band an der Nordsee, keine Erhöhung, um wunderschöne Sonnenuntergänge anzugucken, sondern eigentlich ja das Bollwerk gegen das Meer. Natürlich, gerade wenn wir die Nordseeküste Schleswig-Holsteins und auch Niedersachsens sehen, natürlich auch die Stadtstaaten Bremen und Hamburg, sind diese Länder auf den Küstenschutz durch Seedeiche angewiesen. Und auch hier herrscht ein unglaublich großes Erfahrungswissen in den zuständigen Landesbetrieben, wie denn tatsächlich Küstenschutz mittels Deichen zu betreiben ist und wie auch Anpassungen vorzunehmen sind, ja, und was tatsächlich auch bautechnisch gefordert ist. Nichtsdestotrotz sind diese eben schon auch angeführten ergänzenden Maßnahmen, die Pufferwirkung durch vorgelagerte Salzwiesen beispielsweise, ein wichtiger Aspekt und wo wir uns auch in einem ja unlängst oder noch in einem laufenden Forschungsvorhaben Gedanken gemacht haben, ist, wie darf denn zukünftig auch alternative Begrünung eines Deichs aussehen? Also wie sieht die Grasnarbe aus, die wir auch, sag ich mal, nach Standards einsetzen und wo eine ganz bestimmte Aussaat aufgebracht wird und auch ein schnelles Wachstum zu befördern. Und wir haben uns wirklich die Frage gestellt, wenn wir das mal experimentieren und überlegen, ob wir mit Kräutermischungen und auch blühenden Wiesen sozusagen an einen einzelnen ausgewählten Beispielen den Deich bepflanzen, welche Vorteile, welche Nachteile bringt das mit sich? Und da haben wir doch sehr überraschend auch feststellen müssen, dass das ja erstmal gegen dieses typische tradierte Wissen so eine Art Wettkampf ist, ja, dass man uns nicht immer das sofort abnimmt, was wir da für Ideen mitbringen. Aber wenn man dann im Feld nachweist, dass beispielsweise eine höhere Biomasse auf dem Deich tatsächlich die Feuchtigkeit im Deich länger hält, gerade während der Sommermonate, denken Sie an längere, trockenere, wärmere Sommer in der Zukunft, dann hat das auf so ein Bauwerk wie einen Deich die Wirkung, dass er rissig wird, dass er austrocknet. Und Rissigkeit bedeutet für die Sturmflutkehrung eben genau das Gegenteil, dass nämlich der Deich an Sicherheit, an Schutzniveau verliert. Wenn es mir also vorher gelingt, die Feuchtigkeit im Deich zu halten, dann könnte das dementsprechend eine höhere Resilienz gegenüber den Einwirkungen bewirken. Und das haben wir nachweisen können. Auch das Wurzelwerk, wie es in die Deichschichten eindringt, dass das tatsächlich Vorteile mit sich bringt. Und da schließen wir gerade so ein bisschen, ein Umdenken schließt sich da gerade an. Interessant, der Deich als blühendes Band an der Küste dann sozusagen. Wenn Sie das Bild so malen wollen, ja, gerne. Darum geht's uns nicht. Wir denken natürlich auch an die Biodiversitätssteigerung, ein Blühangebot, ja, was da mitgebracht wird. Schmeckt es den Schafen? Könnte die weitere Frage sein. Die Schäfer sehen das nämlich gar nicht so gerne. Die haben halt die Schafe, die gerne ihre Alltagsnahrung zu sich nehmen. Und wenn da irgendwelche Kräuter zwischen sind, was bringt's dem Schaf? Also, wieder eine Vielfalt von Akteuren, die hier dann auch mit befragt und mit eingebunden werden müssen, um solche Fragen zu beantworten. Aber der Deich, natürlich bleibt der Deich, aber kann die Antwort auf den steigenden Meeresspiegel sein, immer höher, immer breiter, immer flacher? Also wie weit können wir das noch steigern? Also es gibt zwei Entwicklungen im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie die Deiche im Moment entworfen werden. Bislang war das konventionell ziemliche Standardprofile und was man jetzt sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Niedersachsen sieht, ist, dass die Antwort der relevanten Behörden ist, dass wir sogenannte Klimadeiche brauchen. Klimadeiche, verkürzt gesagt, sind Deiche, die eine Reserve in der Höhe für die Zukunft enthalten. Das heißt, wir bauen heutzutage mit einem Querschnitt in der leichten Verbreiterung des Deichfußes und dann wird der Querschnitt so angelegt, dass man für, ich sag mal, den nächsten Meter oder vielleicht die nächsten 1,5 Meter Meeresspiegelanstieg noch eine Reserve im Bereich der Deichkrone hat und dann in einer zweiten Baumaßnahme, wenn das notwendig werden würde, den Deich nochmal erhöhen kann.
Das heißt, wir denken jetzt, und das ist aus meiner Sicht auch sehr nachhaltig, wir denken jetzt für die nächsten 100, vielleicht 150 Jahre mit. Und das sind Entwicklungen, die finden wir sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Niedersachsen. Und das ist absolut begrüßenswert aus technischer Sicht. Die Frage, die sich aber stellt, und das ist der zweite Aspekt, ist, wie lange können wir diese Art von, wir bauen mit einer Reserve für die Zukunft, wie lange können wir das eigentlich fortsetzen? Und wir reden im Weltklimabericht im Moment davon, dass es Szenarien gibt, wo wir mit dem Abschmelzen der Grönlandeismassen zum Beispiel über vielleicht 4 oder 5 Meter Meeresspiegelanstieg nachdenken. Und dann stellt sich eine ganz andere Frage, nämlich diejenige, ob die Menge an zusätzlicher Masse, die man auf die Deiche bringen muss, ob die überhaupt vom Baugrund noch aufgenommen werden können. Wir haben oft relativ weiche Böden an der Nordsee, aus der Geomorphologie heraus. Und die Frage, ob dann ein Deich plötzlich mal im Grund versinkt, weil der Boden das gar nicht hergibt, ist eben eine ganz andere. Das heißt, wir haben die unmittelbare, ich sag mal die nächsten 100 Jahre Perspektive für den Deichbau, und wir haben dann eine, die sehr stark in eine ungewisse Zukunft weist. Und diese zwei Entwicklungen, die sind aus meiner Sicht noch nicht ausreichend zwischen Wissenschaft und den Behörden und dann denen, die dahinter leben müssen, ausgehandelt. Das heißt, da stehen uns durchaus noch, ja, nicht Konflikte, aber sehr herausfordernde Gespräche und wissenschaftliche Überlegungen bevor, wie wir damit dann umgehen wollen. Aus den Klimawissenschaften gibt es den Begriff der thermalen Trägheit oder der thermischen Trägheit. Auch wenn es uns gelänge, von jetzt auf gleich den CO2-Ausstoß zu begrenzen und letztendlich einem Paris-Szenario beispielsweise zu folgen, dann wird das sicherlich für den Klimaschutz alles bringen und wir uns wieder so ein bisschen zurückentwickeln, im Sinne von, dass wir wieder Normalität erreichen. Gleichzeitig aber der Meeresspiegelanstieg bereits so weit fortgeschritten ist, das System quasi ins Rollen gekommen ist, dass wir uns auch bei den besten Klimaschutzzielen, wenn wir sie erreichen, der Meeresspiegel weiter steigen wird. Und wir wissen alle gemeinsam oder zu Genüge, dass wir weit vom Erreichen des 1,5-Grad-Ziels entfernt sind, vielleicht sogar schon gerissen haben in diesen Tagen. Das ist jedenfalls das, was man wahrnimmt. Und dass wir uns auf Szenarien einstellen können, die eben in einer doch klimafeindlicheren Welt stattfinden wird, und dass wir uns darauf anpassen. Die eben schon erwähnten Klimadeiche sind insofern eine sehr begrüßenswerte Strategie, nämlich inkrementell, so wird das immer genannt, sich anzupassen in dem Augenblick, wo wir besser wissen, was uns die Zukunft bringt. Aktuell ist das ein breiter Korridor, der auseinandergeht, und man kann halt nicht beliebig viele Mittel bereits heute für ein Worst-Case-Szenario einsetzen. Ja, im Endeffekt machen wir damit, wir gewinnen Zeit, Überbrückungszeit, um die Küsten zu schützen, weil wir nicht 100% wissen, welche Zukunft uns ereilen wird. Und das ist die Antwort darauf. Letztlich, und das sagt ja auch Nils Goseberg gerade, müssen wir uns aber auf die ferne Zukunft auch Strategien einstellen, wie wir denn dann damit umgehen, wenn ein Eispanzer Grönland oder, und das ist tatsächlich ja auch aktuell zu verzeichnen, die Antarktis letztendlich beginnt, sich stärker in Bewegung zu setzen und dem Ozean mehr Wasser zuzugeben. Und dann wird es sozusagen richtig eng. Und wir reden dann eben von Metern des Meeresspiegelanstiegs bis hin zu mehreren 10 Metern, was uns in den nächsten 100 bis 200 Jahren tatsächlich erreichen wird. Und dann ist irgendwann der technische Küstenschutz zu Ende. Und das müssen wir uns auch eingestehen und auch kommunizieren. Es wird nicht ein ad infinitum im Deichbau geben. Ich glaube, wir könnten hier noch viel weiter einsteigen und das noch viel weiter ausführen. Wir sollten aber zum nächsten Thema kommen. Sie haben gerade unsere Kerndisziplin rausgehört. Wir sind Küsteningenieure. Ja, das ist alles gut. Das ist doch total spannend für alle. Dann lassen Sie uns doch mal einen Schritt weitergehen und uns mit der Art und Weise beschäftigen, wie Sie forschen. Da gibt es zum einen sicher die Feldforschung. Sie sind unterwegs an Nord- und Ostsee. Und die Laborforschung, oder wie betreiben Sie Forschung? Insgesamt würde ich sagen, wir haben ein Forschungsmethodenportfolio, was sich auf 4 Bereiche stützt. Und das ist, so wie Sie es gerade gesagt haben, die Feldforschung. Da sind wir sowohl mit dem Forschungszentrum als auch mit den Instituten jeweils unterwegs, sowohl auf dem Wasser als auch an Land, an der Küstenlinie entlang.
Dann haben wir das große Feld, und ich glaube, das ist, wo das Forschungszentrum auch eine Stärke aufweist in der experimentellen Forschung. Zu den verschiedenen Einrichtungen kommen wir vielleicht gleich noch. Allen voran der große Wellen- und Strömungskanal in Hannover. Dann sind wir aber auch unterwegs mit Computersimulationen, also all das, was man an bunten Bildern und Animationen erzeugen kann, was aber bei uns, anders als bei Videospielen in Hollywood, wirklich ziemlich der Physik entspricht. Das heißt, wenn wir die Wirkung von Wellen auf Strukturen simulieren mit dem Computer, dann ist das schon sehr nah dran an der Realität. Und als letztes, vielleicht noch nicht so so lange bestehendes Feld, das ist das der Datenanalyse, insbesondere mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Das ist aus meiner Sicht ein Methodenwerkzeug, was jetzt ganz in den letzten Dekade dazugekommen ist, dass wir wirklich diese neuartigen Methoden des maschinellen Lernens viel, viel stärker in unserer Forschungsarbeit nutzen. Und Herr Schlurmann, bei Ihnen steht der große Wellenströmungskanal, der größte der Welt. Der große Wellenströmungskanal, das ist richtig, der steht in Hannover und wird betrieben von den Universitäten in Braunschweig und Hannover. Das ist also eine gemeinsame Einrichtung, sonst könnte man, glaube ich, so ein wirklich herausragendes Großforschungsgerät gar nicht betreiben. Ja, also das ist schon auch sehr aufwendig. Ja, in der Tat ist das einer der größten Anlagen, aber wahrscheinlich jetzt gerade auch mit einem Update, was mit Mitteln des BMWK vollzogen werden konnte, wirklich eine einmalige Einrichtung, weil wir mit diesem Gerät reale Verhältnisse im Feld nachstellen können, und zwar kontrolliert. Wir warten also nicht auf eine Sturmflut, dass sie uns vor Norderney ereilt, und messen dann, sondern wir stellen die Sturmflut vor Norderney im Labor nach. Und das in so einem Maßstab, dass man tatsächlich vom sogenannten Naturmaßstab sprechen darf. Also 1:1 oder vielleicht 1:3, 1:5. Wir können Wellen bis zu 3,50 Meter generieren. Wir können mal den Extremwasserstand nachbilden. Und wir können, und das ist halt das Entscheidende, wir können die Tideverhältnisse oder auch Strömungsverhältnisse im Kanal gleichzeitig mit abbilden. Ja, und das dann mit Pflanzen, mit Sediment, alles, was auch an der Küste im Feld tatsächlich vorhanden ist. Beschreiben Sie einmal den Wellenkanal für all die, die ein Bild vor Augen brauchen. Er ist 300 Meter lang, 5 Meter breit und dementsprechend 5 beziehungsweise bis zu 13 Meter tief. Also wir können wirklich erhebliche Wassertiefen auch mittlerweile nachstellen. Und wir erzeugen die Wellen und auch die Strömung in den Kanal natürlich technisch. Wir lassen nicht den Wind über die Wasseroberfläche gleiten. Könnte man auch machen, aber werden damit nicht so effektiv. Nein, wir haben eine sogenannte Wellenmaschine, die wie so eine Art Zylinder das Wasser vor sich her drückt und dementsprechend eine Verdrängung ausübt und darüber Wellen erzeugt werden, die der Natur in einem sehr hohen Grad entsprechen und die natürlichen Verhältnisse widerspiegeln. Damit können Sie das ganze Jahr hindurch Extremsituationen, Sturmfluten, unterschiedliche Reaktionsweisen des Meeres simulieren. Des Meeres und natürlich ingenieurwissenschaftlich auf Strukturen, Ökosysteme einwirken lassen und dementsprechend das Verhalten, die Belastungen, den Verschleiß dieser Systeme darüber erfahren, was wir im Feld eben nicht kontrolliert anstellen können, sondern auf den Zufall warten, im Sinne, wann wird denn die nächste Sturmflut, das nächste Ereignis da sein? Das ist die große Möglichkeit, die Sie jetzt haben, die große Errungenschaft. Genau. Plus eine weitere Sache, die ich persönlich auch total spannend finde. Wir haben seit kurzem einen sogenannten Tiefteil. Das bedeutet, dass man auf dem Boden dieser großen Badewanne nochmal auf ungefähr 24 Metern einen tieferen Bereich hat, der nochmal um bis zu minus 6 Meter tiefer geht als der Rest des Kanals. Jetzt kann man denken, okay, was machen wir damit? Wir können da Sediment einfüllen und den Meeresboden simulieren. Und auch das ist jetzt vielleicht nicht besonders faszinierend für den Nichtfachmann, aber wenn man sich dann vorstellt, dass wir dort Fundamente von Windenergieanlagen zum Beispiel so wie auf See einrammen können und wirklich die gesamte Anlage ab der Wasseroberfläche bis in den Boden rein auf die Meereselemente, Welle und Strömung hin simulieren können, dann sind wir sehr nah dran,
würde sagen, fast 1:1 an dem, was draußen auf hoher See passiert. Und das ist eine Möglichkeit, diese Anlagen, Windenergieanlagen oder auch alles, was in Richtung Aquakultur oder schwimmende Photovoltaik gerade an Forschung passiert, das dort wirklich fast 1:1 zu testen. Und diese Möglichkeit, die hat weltweit, behaupte ich, niemand. Keiner, ja. Also ich möchte das Adjektiv wirklichkeitsnah ergänzen, dass wir die Natur wirklich nachbilden können und in Extremsituationen Bauwerke, Energieanlagen tatsächlich untersuchen und bewerten. Auch die Form der Bauwerke kann da untersucht werden, welche Auswirkungen sie auf die Strömung hat. Ist denn die Form einer Offshore-Windkraftanlage jemals dahingehend überprüft worden, ob es die einzig richtige ist, um Strömungen standzuhalten, oder gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, sie sicherer aufzubauen? Absolut. Wir betreiben in einem Sonderforschungsbereich hier in Hannover, gehen wir der Fragestellung nach, wie denn Offshore-Megastrukturen zukünftig geplant, gebaut, umgesetzt und natürlich auch betrieben werden. Also es ist ja nicht nur die Installation, sondern über Lebenszeiträume von 20, 25 bis hin zu 30 Jahren. Wie werden diese Anlagen altern? Ja, welche Veränderungen werden sie mitmachen? Und gleichzeitig zu fokussieren, welche Auswirkungen auf die marine Umwelt bringen die Anlagen mit. Und dann spielt es eine große Rolle, ob das eine zylindrische Monopile-Struktur ist oder sind das eher aufgelöste Konstruktionen, die sogenannten Jacket-Plattformen. Und die Frage, der wir dann in einem Teilprojekt in diesem SFB nachgehen, ist, wie sozusagen die Unterschiedlichkeit dieser Fundamentstrukturen, dieser Gründungsstrukturen auf die Verwirbelungen, Turbulenzen in den Wasserkörper bedingen, unter bestimmten Strömungsverhältnissen und Wellenverhältnissen. Ja, und das hoch zu skalieren, wie die marine Lebenswelt dadurch in Mitleidenschaft gerät oder birgt das sogar Chancen? Nils Goseberg arbeitet sehr viel im Bereich Aquakultur. Dass man das zusammendenkt, eben nicht nur Bauwerke, sondern auch den Umweltbereich da betrachtet. Da haben die Strukturen der Bauwerke wieder Folgen für die Strömung innerhalb eines Offshore-Windgebietes. Ja, in Parks. Genau, richtig. Wow, was für ein großes Feld. Und es wird immer größer, weil ja der große Ausbau der Offshore-Windparks ansteht. Zurzeit wird dort draußen unter 10 Gigawatt Energie gewonnen. 2030, in 6 Jahren, soll das verdreifacht sein. Ob das durchzuhalten ist, weiß man nicht. 2045 soll dort 70 Gigawatt, also 7-mal mehr als heute, produziert werden. Das heißt, die Zahl der Offshore-Windparks wird explodieren. Was für Auswirkungen wird denn das für unsere Meere und für unsere Küsten haben? Also wir sind fest davon überzeugt, dass auf der einen Seite natürlich die Notwendigkeit besteht, unser Energiesystem zu transformieren und dass auf der anderen Seite in der Nordsee natürlich so ein bisschen der Platz knapp wird. Die Offshore-Windenergie ist nicht die einzige Nutzungsform, die dort draußen passiert, und wir sehen über natürlich auch den Naturschutz und marine Schutzzonen sehen wir natürlich, dass dort durchaus Flächennutzungskonflikte entstehen. Und neben den Flächennutzungskonflikten ist gerade für die Offshore-Windenergie natürlich ein stärkerer Bedarf an Transport, Material, Mannschaften oder Frauschaften, die dort draußen rumsausen. Und dann kommt dazu, dass all das mit der marinen Umwelt interagiert. Und dann die Frage, wie können wir diese Nutzung und die marine Umwelt und die Einwirkungen, wie können wir die besser verstehen? Und auch da sind wir, ähnlich wie wir das vorhin für die Deiche und die Salzwiesen beschrieben haben, sind wir in einer ganz spannenden Situation, dass wir nämlich mittlerweile als Küsteningenieure und Leute, die draußen auf See bauen oder Planungen dafür unterstützen, dass wir mit marinen Biowissenschaften zusammenarbeiten. Also mit den marinen Biologen zum Beispiel oder Chemie und Biologen und uns versuchen, ein Bild davon zu machen, was gerade die Farbanstriche zum Beispiel, da läuft gerade auch ein Forschungsprojekt zur Frage der Emissionen von chemikalischen Komponenten infolge der Korrosionsschutzanstriche in die marine Umwelt hinein. Ist das ein neuer Threat für die marine Biochemie? Oder ist es was sich einfach so weit verdünnt, dass wir das nicht mehr merken?
Das ist bei 3 Anlagen sicher kein Problem, aber wenn wir über 10.000 Anlagen sprechen, dann wird das ein Problem. Und diese Fragen, die werden wir auch wieder sehr interdisziplinär in den nächsten, ich sag mal, Jahrzehnten noch beforschen müssen, um dann auch der Politik Handlungsempfehlungen geben zu können, den genehmigenden Behörden Kriterien an die Hand geben zu können, auf was sie bei den neuen Genehmigungen achten müssen und so weiter und so fort. Also ich glaube, der Aspekt der konkurrierenden Nutzungen und auch wer, wann, wie, welche Areale nutzen darf oder auch schützen darf. Wir reden also über den Marinen oder über die Marine Protected Areas beispielsweise. Welche Komplikationen und Wechselwirkungen ergeben sich aus der intensiven Nutzung Offshore Wind und der Flächeninanspruchnahme bei Erzielen der Ausbauziele von 70 Gigawatt, dann reden wir von mehr als 20% unserer AWZ. Wir haben aber auch gleichzeitig die Schifffahrt, wir haben die Fischerei, die auch ihre Claims, wenn ich das so sagen darf, abstecken will. Und das muss ein Miteinander sein, denn ein Gegeneinander. Und ich glaube, da ist viel zu tun, auch gerade im politischen Raum, die Kommunikation dazu, das darzustellen und wie wir das Beste daraus machen. Und wenn Sie eben sagten, Frau Wenning, 70 Gigawatt, dann sprechen wir von der deutschen AWZ. Unsere Nachbarn betreiben das auch. Die Dänen, die Niederländer, die Belgier. Und wir reden insgesamt von 300 Gigawatt bis 2045, 2050 für die gesamte Nordsee. Ein Riesenkraftwerk. Sie sprechen vom grünsten Kraftwerk der Welt oder anders ausgedrückt, wir funktionalisieren, industrialisieren die Nordsee. Das ist, glaube ich, das, was wir einfach auch anerkennen müssen. Und wir wollen ja eben nicht das marine Leben zerstören, sondern wir wollen es gleichzeitig mit nutzbar machen und auch Chancen erkennen, die in diesem Ausbau stattfinden. Und da gibt es Chancen. Und die müssen halt einfach konsequent aufgenommen werden, zusammen mit der Industrie, die übrigens sehr aufgeschlossen mittlerweile ist für diese Fragestellung und eben nicht nur nach den Ertrag sehen, sondern auch, wie sie die Umwelt mitschützen können. Und das finde ich besonders bemerkenswert, dass da auch deutsche Energieversorger oder insbesondere deutsche Energieversorger ganz vorne mit dran sind, dieses Themenfeld mit zu unterstützen. Forschen Sie auch an der Fragestellung, welche Auswirkungen dieser massive Ausbau für die Strömung hat? Ich weiß, ich habe mal mit Frau Professor Corinna Schrumm vom Herion darüber gesprochen, auch hier in einer Podcast-Folge, die auch sagte, man kann es noch gar nicht einschätzen oder einordnen, was das bedeutet, wenn wir den ganzen Wind da rausnehmen. Also das hat zwei Aspekte. Den einen hinsichtlich der Interaktion von diesen Windturbinen mit der Atmosphäre. Da sind die Kollegen am Herion mit Frau Schrum unterwegs. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die Anlagen sind alle im Wasser gegründet. Und das Gleiche, was an Verwirbelungen in der Atmosphäre passiert, passiert auch im Wasser. Und zusätzlich gibt es die Grenzfläche zwischen der Atmosphäre und dem Wasser. Das ist unser Seegang, über den auch Austauschprozesse stattfinden zwischen Wasser- und Luftphase. Und gerade diese beiden, die Interaktion und die Wassersäule, dort passieren die gleichen Verwirbelungen. Und zusätzlich gibt es auch noch eine Wirkung auf die Sedimente in der Nordsee, denn über diese Wirbel wird auch Energie auf den Seeboden übertragen. Also all das hängt miteinander zusammen, also ganz im Humboldtschen Sinne. Es gibt nichts, was sozusagen abgekoppelt ist in der Natur von dem Rest. Und wenn wir uns in der Natur breit machen mit Technik, müssen wir uns dessen ganz bewusst sein, dass dort Prozesse stattfinden. Und Sie haben gefragt, ob wir daran forschen. Ja, wir forschen schon daran und wir sind gerade intensiv dabei, auch neue Forschungsprojekte zu überlegen, in denen wir besser verstehen, wie diese Wirbel in der Luft an der Grenzfläche und im Wasser miteinander interagieren. Denn das ist ein riesiges Feld, wo wir noch nicht genug sind. Genau. Und das ist sozusagen mal als Übergang dazu ein unlängst gestartetes Forschungsvorhaben, was von der niedersächsischen Landesregierung gefördert wird, das sogenannte Reallabor 70 Gigawatt Offshore Wind, ja, wo das Land Niedersachsen wirklich mit großer finanzieller Unterstützung die Wege zu diesem Ziel erforschen will. Also 70 Gigawatt ist die Zielmarke, aber wie kommen wir da hin? Was braucht es dazu? Gibt es mehrere Pfade, dieses Ziel zu erreichen, wovon wir alle ausgehen? Beispielsweise auch im Betrieb der Anlagen. Wie ich eben schon sagte, ein Windpark altert, eine einzelne Anlage altert. Die Größen der Anlagen und der Ertrag der Anlagen werden unweigerlich größer. Wir haben heute einen Durchschnitt von ca. 8 Megawatt pro Windmühle. Und wir werden in Zukunft
die doppelte Leistung sehen, bis hin zu 2025 Megawatt. Das sind Anlagen, die reichen in Höhen von der Blattspitze bis zu 400-500 Metern. Wann ist die Industrie bereit und sagt, wir bauen die kleineren Anlagen zurück und gehen mit den neuen wieder raus, um auch diese Ziele zu erreichen? Das sind die Fragen, die offen sind. Und diesem Themenfeld widmen wir uns jetzt seit Anfang Oktober und wollen da in den nächsten 5 Jahren neue Erkenntnisse gewinnen und gehen dafür mit der Industrie raus ins Feld, um real im Feld zu messen, was die Belastungen sind. Also, ja, Herr Goseberg berichtete gerade, welche Wechselwirkungen bereits erkennbar sind, aber diese zu quantifizieren, darum wird es gehen in den nächsten Jahren. Absolut spannend. Wir müssen wieder einen Schritt weiter gehen. Wir haben noch ein drittes spannendes Feld. Die Forschung von Extremereignissen, Mare Extreme, eine Mission der Deutschen Allianz Meeresforschung, in der Sie beide engagiert sind. Und Herr Schlurmann, Sie sind der Sprecher dieser Mission. Worum geht's bei Mare Extreme? Also die dritte Mission, gestartet am 1. Januar 2024 dieses Jahres, sieht wirklich vor, wie wir wissenschaftsbasierte Entscheidungen unterstützen können, die den Umgang mit marinen Extremen und auch insbesondere Naturgefahren ermöglichen. Und damit ist nicht eben nur das, was wir eben schon auch im ersten Teil des Gesprächs erörtert haben, was den Schutz der Küsten betrifft, ja, dass man also die physikalischen, ozeanografischen Extremereignisse letztendlich fokussiert, sondern tatsächlich auch zu schauen, wie sind multiple geomarine Extremereignisse, beispielsweise in der Ägäis im Mittelmeer, für Gefahrenlagen zu beachten. Ja, also die Erdbeben, Tsunami-Forschung, Hangrutschungen, die im Mittelmeer erforscht werden. Und dann natürlich auch in unseren heimischen Gewässern, welche biologischen Gefahren beobachten wir? Wie können wir diese biologischen Gefährdungen tatsächlich besser vorhersagen und Auswirkungen verringern? Ob das Algenblüten sind, ob das Vibrionen sind, die sag mal, entstehen und sich ausbreiten und tatsächlich gesamte Strandabschnitte in den Sommermonaten dann letztendlich gesperrt werden müssen, weil man dieser Gefährdungslage nur darüber Einhalt gewähren kann. Und das steht so im Vordergrund dieser Mission, der dritten Mission der DAM. Herr Goseberg, Sie forschen an einem Bereich, in dem es um Doppeldeiche geht. Genau, also das Projekt heißt Metascales, eines der Projekte in der Mare Extreme Mission. Und innerhalb von Metascales, ich muss jetzt ganz kurz ausholen, also es geht nicht nur um Doppeldeiche, sondern es geht um die Frage, wie wir extreme Meeresspiegel, also wir haben vorhin kurz davon gesprochen, wenn wir vielleicht mal bis 2300 schauen und dann 3 oder vielleicht 4 Meter Meeresspiegelanstieg haben und gleichzeitig auf der Landseite extreme Niederschläge zum Beispiel, die im niedersächsischen Tiefland dafür sorgen können, dass wir eben das Wasser gar nicht mehr rausbekommen. Also da muss ja entwässert werden. Und wenn es über die Deiche auf See entwässert werden muss, durch Schöpfwerke zum Beispiel oder durch Siele, dann geht das bei höheren Wasserständen auf der Außenseite dann nur noch sehr begrenzt oder bei bestimmten Verhältnissen gar nicht mehr. Und sich über diese extremen Verhältnisse Gedanken zu machen, das ist das Metascales-Verbundprojekt. Und wir haben gerade die Doppeldeiche angesprochen. Die Frage, die wir uns dort stellen, ist, inwieweit wir bei diesen extremen Verhältnissen, also hoher Meeresspiegel und vielleicht hohe Binnenwasserstände, wie wir dort Küstenschutz betreiben können. Und da ist das Konzept der Doppeldeiche eines, was wir noch besser verstehen wollen. Und mal diese, sag mal, ausgetretenen Pfade des einen Deichs, den wir an der Küstenlinie haben, zu ergänzen durch Alternativen. Und ohne, dass wir gleich sagen, wir wollen den Doppeldeich, erstmal zu sagen, wir möchten verstehen, wie dieses neuartige Konzept funktioniert, um dann der Politik sagen zu können und den Behörden sagen zu können, also das sind die Vorteile, das sind die Nachteile von dem Konzept und wie können wir das jetzt gemeinsam in Strategien für Anpassungsmaßnahmen zum Klimawandel eigentlich einfließen lassen. Wie funktioniert denn der Doppeldeich? Also man muss sich den so vorstellen, dass wir keinen Deich einreißen, sondern dass wir den vorhandenen Deich benutzen und in Landesrichtung, also ins Innere, Landesinnere hinein, einen zweiten Deich etablieren oder einen vorhandenen Altdeich ertüchtigen und dann dem Meer die Möglichkeit geben, über Öffnungen in der ersten Deichlinie Sediment einzutragen.
Denn oftmals liegt das Land hinter unseren jetzigen Deichen bereits deutlich tiefer als das Land, was wir vor den Deichen haben. Und diese Höhendifferenz dann über das Eintragen von Sediment langsam parallel zum Meeresspiegelanstieg zu verringern und damit einen zusätzlichen Puffer schaffen, von dem wir hinterher zehren können, wenn wir dieses Material brauchen, wenn wir den Pufferraum brauchen, um uns gegen das Meer weiterhin wehren zu können oder damit existieren zu können, so will ich vielleicht lieber sagen. Das heißt, den Deich für das Meer zu öffnen, stellenweise. Genau, aber so kontrolliert, dass uns das nicht im Sturmflutfall um die Ohren fliegt natürlich. Also mit kontrollierten technischen Maßnahmen und für den Normalzustand, wenn wir keine Sturmflut haben, dem Meer die Möglichkeit zu geben, seine Sedimente im Zwischenraum zwischen den beiden Deichen abzulagern. Das ist aber ein sehr moderner Ansatz, oder? Und ein Ansatz, der wahrscheinlich an der Küste erstmal auf hochgezogene Augenbrauen und Kopfschütteln trifft. Würde ich von ausgehen. Gleichzeitig ist die Rolle der Wissenschaft ja nicht, dass wir den Leuten nach dem Mund reden, sondern dass wir im Diskurs mit Menschen und Fachbehörden und Fachkollegen versuchen, optimierte und verbesserte Lösungen zu finden. So verstehe ich meine Rolle in der Wissenschaft. Und das bedeutet eben auch, kritische Haltungen aufzunehmen und zu überlegen, was ist das Beste im Sinne einer Lösung, die uns auch für die Gesellschaft weiterbringt. Und das ist natürlich genau im Sinne einer missionsorientierten Forschung, dass man eben über Disziplingrenzen hinweg einerseits miteinander kollaboriert, also dass in dieser Mission Mare Extreme natürlich neben Natur- und Ingenieurwissenschaftlern auch die Gesellschaftswissenschaften integriert sind und das auch tatsächlich für einen großen Mehrwert, nicht als Annex, sondern als integralen Bestandteil und dass viele der Fragen, die ein Beispiel jetzt gerade der Doppeldeichstrukturen, gar nicht ohne gesellschaftswissenschaftliche Expertise ausgearbeitet werden können. Ja, die Mission hat halt mit über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 29 Forschungseinrichtungen, das muss man sich vorstellen, wie überhaupt diese Mission aufgesetzt ist, natürlich einen breiten Ansatz, dieses wissenschaftsbasierte Handlungswissen überhaupt aufzusetzen und für die nächsten Jahre bereitzustellen und auch in die Kommunikation zu gehen. Das ist also nicht so zu verstehen, wie klassische Forschung sonst betrieben wird. Wir gehen ins Labor, wir gehen ins Feld, messen etwas, publizieren es, sondern wir gehen mit Ergebnissen in ein sogenanntes Co-Design, dass wir die Fragen, die wir stellen, überhaupt erst mit Verantwortungsträgerinnen verabreden. Dass wir eben dieses Co-Design grundsätzlich einfordern, um nicht an den wahren Bedarfen vorbeizuforschen. Das ist Missionsorientierung und das haben wir uns vorgenommen für die nächsten 8 bis 10 Jahre insgesamt und sind gerade in die erste Förderphase eingestiegen. Ja, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, gerade auch Ihre Aufgabe als Wissenschaftler, neue Wege zu beschreiten und nicht das zu machen oder zu gucken, welche neuen Wege es geben kann und nicht nur das zu machen, was schon immer gemacht wurde. Also auch wenn man mit neuen Wegen auf Widerstände trifft, aber trotzdem muss ja etwas passieren, weil der Klimawandel nun mal da ist und Antworten gefunden werden müssen. Ich hatte gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich beschäftige mich gerade viel mit Rotterdam, weil ich eine Sendung über die Stadt vorbereite und da ist auch ganz klar der Ansatz, ein Drittel der Stadt ist Wasser und wir müssen mit dem Wasser leben und können uns nicht immer weiter davor schützen, sondern wir müssen Antworten auch auf den steigenden Meeresspiegel finden. Und wie weit ist denn Ihre internationale Zusammenarbeit bei Lösungsmodellen? Also ich meine, Dänemark und die Niederlande haben ähnliche Probleme wie wir. Und darüber hinaus, das ist ja nicht nur auf unsere Nachbarn letztendlich beschränkt, sie können auch allein in den asiatischen Raum gehen, in dicht besiedelte Küstenstädte. Wir haben gerade eine Forschungsarbeit in Ho Chi Minh City, Vietnam abgeschlossen, wie nämlich sich Megacities auf Veränderungen im Küstenraum einstellen können und wie sie auch dezentrale Maßnahmen, people-centered beispielsweise, wie sie die mit ansetzen können, um sich vor Überflutungen zu schützen. Und da kommen ganz interessante Ergebnisse bei raus, die eben nicht nur immer die Technik in den Vordergrund stellen, sondern auch in Verhaltensweisen, Bewusstseinsbildung sich münzen und gemeinschaftlich angedacht werden müssen. Beispiel Niederlande, Rotterdam. Ich glaube, das, was in den Niederlanden in den letzten mehr als einem Jahrzehnt stattgefunden hat, war eine gesellschaftliche Befassung mit den Herausforderungen. Die Niederlande sind wahrscheinlich
ich sage immer auch zu meinen Studierenden, das sind die Weltmeister des Küstenschutzes. Die sind geplagt, haben viel Leid zu tragen gehabt, aber sind auch so vorbereitet, dass sie den Herausforderungen bereits lange Zeit ins Auge blicken und das gesellschaftlich sich auch absichern und auch diskutieren. Aushandeln war eben der Begriff. Da sind wir in Deutschland noch nicht. Ich behaupte, dass wir gerade auch in Talkshow-Sendungen, in Interviews eben immer nur den Schutzaspekt vor Augen haben. Hoheitlich Erfüllung von Aufgaben. Der Bürger an der Küste muss geschützt werden und dafür tun wir alles. Dass der Bürger aber auch mündig ist, sich selbst ein Bild zu machen, er Veränderungen erkennt und auch mitwirken wird, Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, da ist noch Potenzial, was wir schöpfen können. Und da sind die Niederlande wesentlich weiter. Living with floods bedeutet das eigentlich, dass man sich nicht damit abfindet, aber dass man sich damit zurechtfindet. Im Englischen ist der Begriff des accommodate eine große Komponente oder des copings. Also wir bewerkstelligen das, ja, gemeinsam. Und das ist halt weniger auf diesen Verteidigungsaspekt angesetzt, der dahinter steht. Und da haben die Niederländer uns was voraus. Und gleichzeitig, Thorsten, Not macht erfinderisch. Und insofern, die Not in Deutschland ist im Moment noch nicht so groß. Richtig. Muss man schon sagen. Ja. Also was die Küsten angeht. Wir sehen allerdings auch mit sozusagen in Mitleidenschaft gezogenen Haushalten, dass die Mittel nicht mehr so fließen, wie sie früher geflossen sind. Und ein Beispiel dafür ist England. In England ist dieses ein Stück weit dem Meer auch was zurückzugeben oder zu sagen, dann siedle ich da eben nicht mehr. Das ist viel, viel verbreiteter mittlerweile, als das in Deutschland noch ist. Man muss sich eben überlegen, ob ich für 5 Häuser einen millionenteuren Küstenschutz finanziere oder ob ich eben das Geld woanders hingebe. Und das ist, solange die Not nicht groß ist, überhaupt keine Diskussion. Zunehmend schwierigere Haushalte werden diese Diskussionen aber kommen verschärfen. Ich bin ganz sicher, dass wir da als Gesellschaft dann auch die Lösungen finden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist einfach dafür, das Wissen bereitzustellen, dass man es dann auch seriös diskutieren kann. Ja. Richtig. Ein absolut inspirierendes Gespräch mit Ihnen beiden. Wir könnten noch viel weiter machen. Das können wir aus Zeitgründen allerdings nicht. Aber eine wichtige Frage will ich noch stellen. Wie wird man Küsteningenieur? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Küsteningenieur wird man, Küsteningenieurin, Betonung, wenn man Bau- und Umweltingenieurwesen studiert. Und das kann man an den beiden Standorten Braunschweig und Hannover. Das sind die Standorte in Deutschland mit der größten Tradition. Bei meinem Institut weit über 100 Jahre. Hier kommen die Küsteningenieure her oder aus Braunschweig. Das kann man aber auch an der Technischen Universität Hamburg-Harburg oder zukünftig auch wieder verstärkt an der Uni Rostock. Aber das begrenzt sich auf diese Standorte. Und tatsächlich ist das vielen Schülerinnen und Schülern, die auch für eine Berufswahl oder für ein Studium sich interessieren, oft gar nicht bewusst, dass so ein Themenfeld, was wir gerade ja nur skizziert haben, sich hinter Bau- und Umweltingenieurwesen versteckt. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir immer viel stärker für unseren Beruf, für unsere Profession aufmerksam machen müssen und gewinnen müssen, dass wir eben in dem Bereich arbeiten und auch bei weitem nicht mehr nur ingenieurwissenschaftlich denken, sondern naturwissenschaftlich, ökologisch das sozusagen verschränken miteinander. In dem Zusammenhang kann man mit 2 Missverständnissen aufräumen. Erstens denken viele Leute, das ist nichts für Frauen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ganz, ganz viele mittlerweile weibliche Studierende, die fantastische Leistungen bringen. Und gerade an der Schnittstelle zwischen Wasser, Sand und dem Meer und dem Land wirklich eine spannende Aufgabe finden. Und das andere Missverständnis ist, das hat nichts mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu tun. Und beides ist auch falsch. Die Lösungen, die wir im Moment für den Küstenschutz entwerfen und an denen wir forschen, die sind absolut nachhaltig. Wir arbeiten mit natürlichen Materialien, gar nicht mehr so sehr Stahl und Stahlbeton und nur reiner Beton, sondern ganz viele natürliche Materialien. Und das passiert mit den modernsten Computermethoden. Ich habe vorhin kurz die Simulationen erwähnt. Und man kann eigentlich junge Leute nur ermutigen. Das ist ein Berufsfeld, ja, wo wir in Zukunft ganz, ganz viele Aufgaben haben. Der Klimawandel hört nicht plötzlich auf. Nee. Und Bau- und Umweltingenieurwesen sind die Stichpunkte, nach denen man dann suchen muss. Wir siedeln auch weiterhin und wirtschaften an der Küste. Und dementsprechend hat das tatsächlich, so schlimm es sich anhört, hat dieser Beruf Konjunktur.
Und das, was Sie heute erzählt haben, war absolut einladend, sich damit zu beschäftigen, wenn man gerade auf der Suche ist. Also es ist ein weites Feld, aber es ist ein absolut spannendes Feld. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da heute so detailliert mit hineinzunehmen. Sehr gerne. Wir danken für das Gespräch. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mit Nils Goseberg gesprochen, Professor für Hydromechanik, Küsten- und Meeresingenieurswesen am Leichtweiß-Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Uni Braunschweig und mit Thorsten Schlurmann, Professor für Wasserbau und Küsteningenieurswesen an der Leibniz-Universität Hannover und geschäftsführender Leiter des Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar und Küsteningenieurswesen. Beide sind Geschäftsführer des Forschungszentrums Küste. Das ist eine gemeinsame Einrichtung der Leibniz-Universität Hannover und der TU Braunschweig. Wenn es dir gefallen hat, empfehle ich dir, diesen Podcast zu abonnieren. Dann verpasst du keine neue Folge. Einen Podcast abonnieren, das geht ganz einfach. Auf Spotify tippst du einfach, nachdem du den Podcast ausgewählt hast, auf das kleine Zeichen Folgen. Und bei Apple Podcasts steht oben rechts Folgen und es ist auch noch ein Plus daneben. Einmal draufdrücken und du wirst automatisch über neue Folgen informiert und verpasst sie eben auf gar keinen Fall. Und für mich ist es auch gut, weil der Podcast anders bewertet wird, wenn ganz viele ihn abonniert haben. Danke dir. Ach ja, noch eine kleine Bitte. Wenn du da schon bist auf Spotify oder Apple Podcasts, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung. Gerne ein kurzer Kommentar. Schriftliche Bewertungen zählen nämlich auch anders. Also danke für deinen Support. Ja, und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Feening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Produziert von Bärbel Feening. Dein Job am Meer, der maritime Stellenmarkt. Du hast Bock, die Meere zu schützen und willst trotzdem festen Boden unter den Füßen haben? Dann check das mal. Die Kieler Hazytech Electronics AG macht genau das möglich. Die bringen AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie auf Schiffe, die verhindert, dass sich dieser nervige Biofilm, ja genau, dieser schleimige grüne Kram, überall festsetzt, wo Meerwasser hinkommt. Meerwasser ist nämlich voller Leben. Mikroorganismen, Algen, Seepocken. Und die machen richtig Ärger, indem sie sich in Rohren, am Propeller und am Bugstrahlruder festsetzen und da total nerven. Mit Ultraschall ist das alles kein Problem. Das ist die umweltfreundliche Lösung, mit der Hazytech schon eine Menge Schiffe ausgestattet hat. Hazytech sitzt in Kiel und ist auf Expansionskurs. Deshalb suchen sie Maritime Sales Manager, die Bock auf die Welt und Abenteuer haben, Team Assistants und Projektmanager. Klingt das nach deinem Ding? Dann los, bewirb dich. Alle Infos gibt's auf www.hazytech.com. Du willst auch an Bord, willst auch was erleben? Das geht vielleicht schneller, als du denkst. Die Reederei Brise kümmert sich um 8 der deutschen Forschungsschiffe und sucht Mitarbeitende. Konkret geht's um Schiffsmechaniker, Elektriker und Stewards. Manche der Forschungsschiffe bleiben in der Nähe, sind in Nord- und Ostsee unterwegs, andere fahren in die große, weite Welt hinaus. Und du? Du erlebst die Welt vom Wasser aus. Ganz ohne Abi. Bordsprache ist übrigens Deutsch. Werde Teil eines Teams, das die Meere erforscht und echte Abenteuer erlebt. Weitere Infos gibt's unter www.brise-research.de. Das war Werbung.